Haben die Grünen heimlich schon die Witwenrente abgeschafft? Hat meine Lebensgefährtin, die ich heiraten möchte, nur deshalb keinen Anspruch auf Witwenrente, weil ich schon Rentner bin, bevor ich sie geheiratet habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage bekommen. Ich bin jetzt Rentner und habe eine 15 Jahre jüngere Lebensgefährtin, die selber noch keine Rentnerin ist. Und wir wollen jetzt heiraten. Gratulation. Stimmt es, dass sie später keinen Anspruch auf Witwenrente hat? Dazu hätten wir heiraten müssen, bevor ich in Rente ging. Mir wurde gesagt, dass die Grünen das heimlich beendet hätten. Vielleicht wäre das ja auch ein Thema für ein Video, was sich da geändert hat. Ja, meine Damen und Herren. Also, beruhigen Sie sich bitte und glauben Sie nicht all das, was da irgendwo im Internet geschrieben oder gesagt worden ist. Das ist himmelschreiender Unfug. Natürlich haben Sie, wenn Sie heiraten, spätestens dann, wenn ein Jahr lang Ihre Ehe bestanden hat, Anspruch entweder auf eine Witwenrente oder Witwerrente. Entscheidend ist nur, dass Sie oder Ihre Frau, je nachdem, wer von Ihnen dann stirbt, wenigstens 5 Jahre Mindestversicherungszeit nachweisen kann. Also nochmal, Witwenrente für Ihre Frau grundsätzlich dann, wenn die Ehe ein Jahr bestanden hat und Sie als Ehegatte mindestens 5 Jahre Mindestversicherungszeit nachweisen können. Dann liegt Anspruch auf die Witwenrente je nach Zeitpunkt der Eheschließung dann entweder mit 55% oder mit 60% vor. Oder den kann man dann geltend machen. Und die Grünen haben hier in der Tat nichts abgeändert. Die Regelungen der Witwenrente sind so, wie sie schon seit vielen Jahren sind. Das heißt also, wir haben hier so eine Art Ausschlussregelung für die kurzen Ehen, für Ehezeiten, die sehr kurz sind, also unter ein Jahr sind. Da kann es unter Umständen dazu führen, dass sie dann keinen Witwen- oder Witwerrentenanspruch hätten. Aber im Grundsatz, gerne wenn Sie möchten, Sie können heiraten und hoffentlich leben Sie und Ihre Frau noch sehr, sehr lange gesund und glücklich miteinander. Wenn dann der Tag gekommen ist, können Sie, falls sich da nicht noch wirklich irgendwas ändern sollte, dann einen entsprechenden Antrag bei der Rentenversicherung des verstorbenen Ehegatten stellen. Und zwar auf eine Witwen- oder für den Ehegatten dann, wenn der überlebt, eine Witwerrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.